Welche Fitna kann einem jetzt treffen? Einer hat den Islam angenommen, der andere ist zurückgekehrt zum Islam. Er sagt, subhanallah, ich bete, ich faste, ich bete sogar in der Nacht, ich faste sogar freiwillig. Ich lese den Koran, ich spende, ich mache Dhikr und dann sehe ich einen, der nicht am Praktizieren ist und er hat ein ruhigeres Leben als ich. Er hat weniger Probleme als ich. Es scheint so, als ob er zufriedener ist in seinem Leben als ich. Ist das eine Fitna? Das ist eine Riesenfitna. Aber wie gehen wir damit um? Wir müssen erstmal verstehen, liebe Geschwister, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, inna Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib. Allah gibt die Dunya, wem er liebt und wem er nicht liebt. Wa ma yu'ti Allahu al-akhirah aw ad-din aw al-iman wa ma yu'ti Allahu al-imana illa man ahab. Und Allah gibt aber den Glauben nur denjenigen, den er liebt. Jetzt hast du deine Antwort. Allah liebt dich. Und deswegen hat er dir den Iman gegeben. Allah gibt die Dunya, wem er liebt und wem er liebt. Allah jetzt allen, die jetzt Millionäre sind? Liebt Allah diejenigen, die große Firmen besitzen? Nein, er liebt sie nicht. Warum hat er ihnen die Dunya gegeben? Genau aus dem Grund, weil er sie nicht liebt. Allah subhanahu wa ta'ala, er hätte ihnen diese Dunya nicht so in der Art und Weise gegeben, wenn er sie geliebt hätte.